Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum Qualifying in Ungarn. So, dann wollen wir auch direkt mal gucken und loslegen. Weil sonst gleich wieder ist wieder alles voll draußen. Ach, nee. Okay. Virus hat einen vor sich. Virus ist schon rausgefahren, lass mich raten. Auf der Strecke ist nicht viel So, los. ich glaube, Sollten ich wir drück vielleicht jetzt kurz auch mal. Motor? Obwohl ich höre, da gerade Autos losfahren. Ich glaube, ich warte noch Ich kurz. habe gerade einen Ferrari fahren sehen und einen Red Bull. Ja, der Red Bull ist auch vor mir weggefahren gerade. Okay, könnte auch ein anderer sein. Okay, da kommt ein McLaren raus, alles klar. Da kommt ein Pinky raus. Ein Knopf oder ein Williams, alles klar. So, dann kann ich jetzt drücken. Ich glaube, jetzt habe ich den Dings überstanden, den großen Train. Ah, da war noch einer am Mist. Aber bis die mich hier rausschieben und rausfahren lassen, dauert sowieso wieder ein halbes Jahr. Oh, Jawohl, ich habe Platz. lass mal auf Standard. Ich lasse mich etwas zurückfallen. Ich habe zwar hinter mir jetzt einen sitzen, keine Ahnung, wer das ist. Ach, du hast hinter dir einen sitzen, ach so. Ja. Ich lasse den mal überholen. Normal kennt man das mit dem Sitzen immer ein bisschen anders. Oh, der Stroll. Jetzt hat der Virus 2 hinter sich. Ja, ich habe gerade ein bisschen lange Marschade gemacht gerade. Damit die anderen vor mir ein bisschen weg und die einholt, für Platz hat. Ja, dann fahren wir langsam die Kurve, die Runde und machen erstmal Zeit ziehen hier. Was man so langsam nennt. Oh, das immer wieder. Hier links sehen wir Zelte, rechts sehen wir einen LKW. Oh, komm schon. Links sehen wir Strommasten. So. Nochmal feine, saubere Runde fahren, Virus. Was meinst du? Ja, doch, ich denke schon. Innerer Schweinehund. Das sollte eigentlich zu machen sein. Hoffentlich reicht das an Platz her. Natürlich sind dann wieder zwei aus der Box rausgefahren, die ich jetzt vor mir habe. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Oh nein, nein. Beinahe habe ich da aber. Der Sepp. Der Seppel. Ah, der heißt ja Vettel. Entschuldigung. Ja, aber wegen Sebastian passt das doch. Sebastian Seppel. Ah, Virus kennt sich mit den Abkürzungen von Namen nicht ganz so gut aus. Ach komm, jetzt gib doch Gas vor mir. Auch noch mein Teamkollegen vor mir, gib Gas! Jawohl. So, wollen wir wieder auf Mager runterstellen, damit wir ins Ziel kommen. Jawohl, hingehen. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Er war ganz knapp. Ich habe eins. Boxenstopp. Ich habe 1:22.685. Was ist bei dir? 1:22.151. Oh, Mann! Boxenstopp. Ja, der liebe Quert hat mich leider ein bisschen ausgebremst, der Sack. Mein eigener Teamkollege, nee. Was hat er? Hat mich ein bisschen ausgebremst, deswegen konnte ich nicht ganz so schnell fahren, wie ich wollte. Immer noch schnell genug, ey. Ja, hätte aber schneller sein können. Aber es ist ja eh wurscht, reicht ja. Ja, bleiben wenigstens die Reifen noch ein bisschen optimal denken. Jo. Das sowieso. Das erste, worauf ich meistens achte. Aber gut, natürlich, so wie wir es kennen, wird es wahrscheinlich nach 3, 4 Runden wieder heißen: Reifenwechsel.
Ah, so bin ich meinem Teamkollegen wenigstens ins Gehege gekommen. Da müsste das eigentlich passen. Ja, diese zwei Kurven vor Start und Ziel, die sind aber auch... War knapp jetzt. Mit 80, ich bin beinahe drüber gewesen. Kurz vor 79 oder was? Okay. Alles gut, sau gut, ey. Ja, das Schild sieht man nicht so wirklich, nur die weiße Linie am Boden, die sieht man besser. Oh, wie sich alle stehen. So, dann Session Info. Den war zurück zeigen. Ins Main. Ja, oh, das ist echt knapp, du. Mann. 1,22. Ja, gut abgesetzt. Das ist eine ganze Minute dazwischen. Weil der nächste kommt das mit 1,24. Das ist der Ricciardo. Bottas, Vettel, Grosjean, Massa, Quaid. Eine ganze Quaid. Minute, du meinst eine ganze Sekunde. Die beste Runde bis jetzt liegt bei 1,22. Eine Minute gefällt mir aber besser. Ja, da sieht man es im ersten Sektor, wo man schneller fahren kann. Da tust du mir natürlich ein bisschen Zeit wieder wegknapsen. Zweiten Sektor, ja. Ersten Sektor, ja. Nö. Doch im da. Ersten Sektor. Ja, ja, und zum dritten. Ja, weil da, das sind die Sektoren, wo man so ein bisschen schneller fahren kann dann. Aber dafür nehme ich dir dann einen zweiten kurvigen Sektor dann knapp 700 Still ab. Ja, wahrscheinlich ist es auch daran, dass ich das noch nicht, dieses mit der Kurve... Und ich hatte auch einen kleinen Drift gehabt. In der Qualifikationsrunde, die zählt. Da musste ich mich gucken, dass ich die Karre wieder gefangen kriege. Oder war das in der... Mal hier gucken. Ja. Naja. Wert ist... Man merkt aber fängt nicht perfekt, von daher ist egal. Schauen wir uns mal die übrigen Fahrer an. Da haben wir zum Beispiel den Kimi Räikkönen. Die Strecke frei, also wenn er mal fahren will, hat noch 4 Minuten ungefähr. Oh, der Vettel, jawohl, ich denke, das ist jetzt... Der Wert ist auf 9, oh, guck mal an, wieder noch. Für den Vettel müsste das doch jetzt eine zählte Runde sein, also die Runde, die zählt. Da schauen wir doch direkt mal rein hier, mal gucken. Jo, er hat ja noch 4 Minuten. Der Hamilton muss auch noch, Räikkönen müssen auch noch, die sind auch noch nichts gefahren. Perez muss auch noch, von daher... Ist okay. Da noch alles? Oder Vettel ist gerade erst rausgefahren, aber kann ich mir nicht denken, weil am Anfang ja auch schon ein Ferrari war, wo ich rausgefahren bin. Schauen wir mal weiter. Oh, der Quaid. The Quaid. Yo, wait. Warte, Quaid. For wait. Jetzt habe ich es aber. So, hat bei ihm das denn jetzt gezählt beim Quaid? Quaid ist auf 9. geblieben. Alles klar. Ja, Quaid ist ja auch schon in die Box gefahren. Der Perez. Ich meinte den Perez. Perez. Mann, ich hab den Quaid. Wie komme ich auf Quaid, ey? Naja. Nochmal zurück. Ja, Perez, da muss er jetzt fahren. Er hatte noch keine Runde gefahren. Zurück. Jo. Was läuft ihm die Zeit davon, dem Teamkollegen? Oh, da vorne ist McLaren. Ja, der wird sich wieder so Platz 9, Platz 10 oder Platz 8 so wieder einreihen, wahrscheinlich. Also gewisse Bilder oder Videosequenzen haben sie ja echt mal gut dargestellt von Codemasters, ne? Also kann man nicht anders sagen. Von der Grafik her manchmal echt Bombe. Diesen Glanzeffekt vom Silberfall zum Beispiel in der Kurve, sobald man den Licht drauf scheint, geil. Ja, der Hülki soll den McLaren ruhig ein bisschen ausbremsen hinter sich. Ist kein Ding. Oh, war ja. So, komm, schalten wir mal rum. Kimi Räikkönen, okay, 1,23. Lewis Hamilton, 1. Oh, ja, jetzt kommen sie. Denn, oh, der Perez auf 1,24. Schön gemacht, lieb Kollege. Hey. Ja, jetzt wird's voll. Aber jetzt kommt er, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht weiter nach vorne. In jawohl, ich weiß, diese 2 Minuten, die gönnt euch.
Vettel ist aber schlecht. Vettel muss noch mal ein bisschen Zeit drauflegen. Gucken wir mal. Oh, Vettel, 9. Joa. Aber Raikön und Hamilton mit der 1,23 sind gar nicht mal schlecht. Mhm. Gucken, was der Vettel macht hier. Ja, jetzt hat er natürlich eine Pinky und noch was anderes vor sich. Das ist natürlich doof. Oh, der. Hülkenberg hat direkt einen Silberpfeil hinter sich hängen. Ja, immer noch. Ob der da mal zu mir. Oh. Da hat er versucht. Oh. Da wollte er den beinahe überholen. Nein, der lässt ihn nicht vorbei. was eine KI, Alter. So, beide fahren so die Boxengasse, aber mit was für ein Speed die da reinfahren, oh. Naja, die Bremsen erst kurz vor knapp. Alter Verwalter. Dieses Arrangement möchte ich mich mit denen ja nicht teilen. Nee, nee. Das ist mir ein bisschen zu quiet. Vettel jetzt aus seiner gezeiteten Runde. Na gut, kriegen wir sowieso nicht mehr ganz mit, aber jetzt hat er einen sauber vor sich. Der ist natürlich nicht so toll. Ja, sauber, ey. Für uns vielleicht nicht schlecht. Wortwitz, hier sauber. Füße hoch, der kommt flach. Oh, jetzt setzt er zum Überholen an. Ja, ist natürlich ein PS-Unterschied von Tag und Nacht. Das ist natürlich. Der versaut ihm jetzt die ganze Rundenzeit. Auch gut für mich, weil in der Gesamtwertung ist Vettel noch vor mir. Wenn ich ihn jetzt schlagen kann, wäre natürlich eine feine Sache. No. Wollen wir mal gucken. Ja, guck. Oh, Vettel ist trotzdem noch auf Platz 4 vorgefahren. Wow. Oh, Mercedes nur auf 5 und 6. Dann die Red Bull. Ach, guck mal. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Nur wir machen da vorne so ein bisschen die... Ja, weil Ferrari, beide Mercedes, beide Red Bull. Na ja. Also interessant, interessant. Und ein Haas auf 10, das ist auch mal interessant. Tja, Freunde des geilen YouTube-Sports, wir verabschieden uns hier vom Qualifying von Ungarn, also Ungern. Oh, er hat's noch. Und sehen uns im Rennen wieder, also macht's gut. Ciao mit V. Bis gleich, ciao.